Hi Leute, heute geht es um die Wirkung und Einnahme von Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Superfoods oder sonstigen Sachen. So, wenn man Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, wenn man Superfoods einnimmt, wenn man irgendwelche Pulver, Tabletten, Pillen oder sonstige Sachen einnimmt, dann ist das Erste, was dir bewusst sein sollte, immer, dass das eine Krücke ist, dass das ein Hilfsmittel ist, dass es keine Dauerlösung ist. Und du solltest dich dann immer eine Frage stellen. Diese folgende Frage solltest du dir immer stellen, wenn du was einnimmst, wenn du Medikamente, Pillen, Pulver, Superfoods oder was weiß ich einnimmst. Also Superfoods jetzt in Pulverform, in hochkonzentrierten Dosen, meine ich jetzt nicht in natürlicher Form mehr. Wenn du irgendwas in unnatürlicher Form, Verhältnis einnimmst, solltest du dich immer fragen, möchtest du erstens Symptomfreiheit oder zweitens Heilung? Heilung bedeutet Ganzsein. Das heißt, du nimmst es nur als Hilfsmittel so. Wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann benutzt du eine Krücke. Eine Zeit lang ist es vielleicht sinnvoll, dann eine Krücke zu benutzen, damit dein Körper heilen kann, wieder ganz werden kann. Und wenn er aber ganz ist, dann braucht er keine Unterstützung mehr durch irgendwelche Medikamente oder sonstige Sachen. So. Oder willst du einfach nur Symptomfreiheit? Das heißt, du bist eigentlich wie ein Parasit. Ein Kind saugt an der Mutterbrust, um irgendwann groß zu werden, erwachsen zu werden und frei zu sein. Ein Parasit hat aber niemals die Intention, unabhängig zu werden, die Intention, auszuwachsen, sich dadurch zu stärken, sondern ein Parasit möchte einfach nur sich aussaugen, sich ständig mit Medikamenten betäuben, damit eine Symptomfreiheit da ist. Also das ist das Wichtigste vorweg. Möchtest du eine Symptomfreiheit? Möchtest du einfach nur irgendwelche Symptome, die aufgetreten sind, weghaben? Oder möchtest du eine Heilung und es ist ein vorübergehendes Heilmittel, um deinen Körper zu reinigen, um zu unterstützen bei der Reinigung? Und das ist eine enorm wichtige Frage, die du dir stellen solltest. So. Und mit dieser Frage habe ich eigentlich auch schon erläutert, dass all diese Sachen keine dauerhaften Lösungen sind, sondern es ist eine Krücke. Wenn du wirklich Heilung möchtest, dann ist es irgendwann vonnöten, die Krücke wieder beiseite zu legen, langsam wieder den Körper selbstständig die Belastung zumuten, langsam Schritt für Schritt und wieder trainieren, damit er das selbst wieder regelt. Aus dieser Abhängigkeit wieder rausgehen. Diese Intention sollte immer im Hinterkopf sein. Genau. Und dann kann es ja auch ganz sinnvoll sein, gerade während der Entgiftung. Ich habe da auch ein Video mit Joachim drüber gemacht. Ich verlinke das Video mal. Das hieß, ging um Schwermetallausleitung und die Reinigung, Entgiftungsprozess. So, da kann es vonnöten sein, dass man dann, um die starke Übersäuerung, die einfach durch die Entgiftung zustande kommt, zu puffern phasenweise, kann es sein, dass es dann sinnvoll ist, auch mal konzentriertere, ja, Mineralien zu sich zu nehmen. Aber da würde ich auch immer zu natürlichen Sachen greifen. Zu, was weiß ich, einfach nur getrockneten Wildkräutern. Wildkräuter ist das Beste. Sind die besten Nahrungsergänzungsmittel, die du nehmen kannst. Sind Wildkräuter. Brennnesseln wachsen fast das ganze Jahr über. Auch noch im Winter, auch noch im Dezember, im Januar. Genau. Einfach rausgehen, jeden Tag pflücken. Du brauchst da nicht eine riesen Auswahl. Das reicht völlig aus. Jeden Tag eine Handvoll Wildkräuter, was dich da anspricht.
Ja, aber das sollte dir bewusst sein. Und Medikamente, Pillen, das ist nie eine dauerhafte Lösung. Das heißt, da stimmt grundsätzlich was nicht mit deinem Lebensstil, mit deiner Lebensweise. Vielleicht machst du zu wenig Sport, gehst zu wenig raus, hast zu wenig Sonne, zu wenig frische Luft. Oder du ernährst dich eben einfach nicht gesund, grundlegend. Wenn du lebendige Nahrung isst, lebendiges Essen zu dir nimmst, dann sind diese ganzen Dinge auf Dauer sowieso nicht notwendig und auch vorübergehend brauchst du höchstens mal Wildkräuter oder sowas. Algen, Sprossen ist super in der ersten Rohkostphase, in der Anfangszeit, in den ersten 1, 2, 3 Jahren. Ganz viel Grün, nur Grün essen und dann langsam Früchte integrieren nach ein paar Jahren Rohkost. Das wollte ich nochmal loswerden zu dem Thema Einnahme, Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt keine Heilmittel in dem Sinne. Es sind nur, ja, Krücken, es sind Hilfsmittel auf dem Weg zur Heilung. Um das mal ein bisschen anders zu formulieren. Das ist ein bisschen Begriffsreiterei, aber einfach um da mal einen anderen Blickwinkel auf diese ganzen Medikamente zu bekommen, Nahrungsergänzungsmittel. Ja, war nur ein kleiner Anreiz. Ich hoffe, der eine oder andere denkt mal drüber nach. Das sollte ja, nur eine neue Sichtweise eröffnen. Ansonsten mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.